Transcooler 1540 hier mit Top-Aggregat, der kostet als Normalkühler 4800 Euro, das ist inklusive 19% Mehrwertsteuer. Das Ding kostet also netto keine 4000 Euro. Jetzt gibt es Leute, die sagen mir, das Teil ist zu teuer, gibt es das nicht günstiger? Dann sage ich, nein. Ich kriege den nicht mehr günstiger hin. Wir haben keine Stückzahlen, das wie eine Kühlbox zum Beispiel. Eine Option wäre zum Beispiel, diesen Transcooler nicht so komplett wie das hier, sondern als Bausatz, wie ein IKEA-Möbel. Also ihr kriegt die Platten einzeln, Türe einzeln, alles auf einer Beige, keine Elektrik dran, nichts. Und ihr baut die Kiste aus den Platten selber zusammen. Da sind überall Verschlüsse, die kann man nachziehen, die Folie wegziehen und so weiter. Wenn ihr also Interesse habt an einem Transcooler nach IKEA-Bausatz, sage ich jetzt mal, also reines Material, dass ihr die Kiste selber zusammenbauen könnt, dann schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr davon hält, oder schreibt per Mail, was das kosten würde. Wir haben momentan keine Preisliste für so, ich sag mal, einen IKEA-Bausatz, aber es wäre eine Option. Klar könnt ihr sagen, die 4000 Euro, die das Ding kostet, für das baue ich mir das selber. Kein Problem. Ja, ich besorge mir 6 Platten und schustere mir so ein Teil zusammen, dann habt ihr noch keine Tür. Ihr habt keine Verschlüsse, ihr habt keine Scharniere, ihr habt keine Türdichtung. Chromstahl in dem Boden, ja, vielleicht. Und dann braucht ihr noch das Kühlaggregat. Braucht ihr nur die Kiste? Habe ich offiziell nicht im Programm. Nur das Gerät in IKEA-Bauweise, also die Platten, fragt an, was so ein Teil kostet, wie lang das die Lieferfrist ist. Wir sind flexibel. Wenn ihr nur eine Tür braucht, kriegt ihr auch nur eine Tür. Ja. Ich mache euch hier oben ein Video von diesem Transcooler mit dem Top-Aggregat in einem Iveco. Hier eins in einem Fiat, hier unten den Standard-Transcooler 1540 mit dem Aggregat hinten dran und hier eine kleine Übersicht, was wir an Transcooler 1540 haben und klar unten in dem Beschrieb natürlich den Link zum Katalog und auf die Homepage. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und wenn ihr ein Kühlfahrzeug kaufen wollt, kauft ein Kühlfahrzeug, das kostet 15.000.